Moin und Hallo, ihr Lieben. Wir sind heute für euch im Park der Gärten. Mega schöne Location und vor allen Dingen auch ein richtig geiles Event, und zwar die GartenCon 2021. Und das ist das allererste Garten-Blogger-Event, was Floragard gemeinsam mit Kietenkerl und Sperli ins Leben gerufen hat. Und wir werden uns heute hier mal ein bisschen umschauen, euch auch die kreativen Köpfe dahinter vorstellen. Genau. Und ihr wollt euch auch ein paar Gartenblogger schnappen, ne? Klar. Auf jeden Fall. Lass uns doch einfach mal gucken, wer da so rumschwirrt. Wir gehen mal hin. Wir schauen mal vorbei. Und schön, dass ihr dabei seid. So, ich stehe hier jetzt mit Annalena und Christian, den beiden kreativen Köpfen hinter der GartenCon 2021. Ja, mit Herz und Spaten ist euer Motto und ihr habt das ja gemeinsam mit Floragard und Kietenkerl und Sperli ins Leben gerufen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Ja, also uns alle auf der GartenCon verbindet eigentlich die Leidenschaft zum Garten. Von daher passt das sehr gut. Das ist auch einfach echt ein super tolles Event. Man merkt, ihr seid wirklich auch mit Herz dabei. Und wir hoffen natürlich auch, dass es nicht das letzte Event sein wird. Also plant ihr noch mehr in die Richtung, oder? Ja, also uns ist halt ganz wichtig, dass wir die Leute, die uns auch online vertreten auf den Kanälen, dass die einfach uns kennenlernen, dass wir die kennenlernen, dass das auch einfach zusammenpasst. Also nicht nur, dass Saatgut und Erde zusammenpasst, sondern dass wir auch mit den Influencern zusammenpassen. Die sollen so ein bisschen auch Markenbotschafter werden und auch aufklären. Also nicht nur, dass die Saatgut von uns bekommen und Erde, sondern dass wir schön gut mit denen zusammenarbeiten können. Und ja, wenn das heute gut klappt, dann haben wir auf jeden Fall vor, das weiterzuführen. In unserer Community gibt es ja auch sehr, sehr viele Gartenfans. Wie handhabt ihr das so mit Kooperationen, wenn wir so Anfragen bekommen? Also wir stehen da auch noch eigentlich ziemlich am Anfang, fangen wir gerade erst an. Also wenn ihr tatsächlich Bock habt, euch und euren Garten uns zu zeigen, dann könnt ihr euch sehr gerne bei mir und Christian melden. Wir sind dann noch wirklich am Anfang, komplett offen für alles. Also meldet euch gerne. Das klingt gut. Floragard, Kietenkerl und Sperli, die sind immer auf der Suche nach Nachwuchstalenten. Auch hier im Nordwesten. Schreibt uns gerne über unsere Kanäle oder auch direkt an die zwei und ja, zeigt eure Gärten, würde ich mal sagen. Ne? Wir haben uns direkt einfach mal die erste Gartenbloggerin geschnappt. Nicole, wie bist du dazu gekommen? Ja, also angefangen hat es eigentlich alles im Gemüsegarten von meinem Opa. Der hat mir so ein bisschen alles gezeigt und auf einmal hat sich ein grüner Daumen bei mir entwickelt. Dann habe ich Gartenbauwissenschaften studiert, bin dann Volontärin bei Europas größtem Gartenmagazin Mein schöner Garten gewesen und jetzt mache ich meinen eigenen kleinen Instagram-Blog namens Gartensprosse. Das ist ja richtig süß. Also ich habe ja gerade schon zu dir gesagt, bevor wir angefangen haben zu drehen, das ist ja wirklich wie von der Pike auf direkt und das ist ja ein Hobby, was dann zum Beruf geworden ist. Ja, das ist ja total schön. Also meine Mama, die war zuerst ein bisschen skeptisch, als ich meine, ich werde jetzt Gartenbauwissenschaften studieren, weil sie meinte, was willst du damit machen? Aber irgendwie kam dann eins zum nächsten und ja, jetzt bin ich hier. Du hast ja auch einen richtig coolen Podcast dann in deinem Volontariat sozusagen hochgezogen. Was würdest du denn sagen, was sind so die Must-Haves für einen Podcast beziehungsweise fürs Bloggen an sich? Also was sollte man mitbringen? Ja, also für den Podcast an sich auf jeden Fall ein gutes Mikrofon, denn es ist halt einfach ein auditives Medium und ohne ein gutes Mikrofon hört man einfach nicht gerne zu. Authentisch sollte man auf jeden Fall sein, denn ja, wenn man sich verstellt, bringt es einfach überhaupt nichts. Das sind eigentlich so zwei wichtigste Sachen und ja, einfach Spaß an der Freude. So, wir haben uns jetzt mal zwei junge Burschen noch geschnappt, und zwar Leon und Daniel. Mögt ihr uns einmal kurz erzählen, wieso ihr heute da seid und ob ihr auch einen Blog betreibt? Wir haben keinen Blog. Wir sind auf Instagram aktiv und das auch erst seit Anfang dieses Jahres. Seit Januar betreiben wir das. Es hat so angefangen, dass er vor 3 Jahren immer mal Tomaten im Samen in die Erde gesteckt hat und oder wächst ja was. Ja. Und wir dann ganz schnell auch auf Gurken hatten und Zucchini und keine Ahnung, hat weiß nicht im Garten schon so einen kleinen Acker gehabt irgendwie. Ja. Und dann haben wir da angepflanzt und losgelegt irgendwie. Und dann haben wir immer gedacht, wir machen das doch so oder so, lass uns doch einfach einen Account machen. Und haben wir aber nicht rangetraut, irgendwie haben wir das dann gelassen. Und er kam dann Anfang des Jahres auf Instagram auf meinem privaten Account, hat mir geschrieben, Überraschung, und hat dann schon einen Account gehabt irgendwie. Ah, okay, und so ging das. 600 Fahrzeugwelche Follower damals und ob ich nicht mit einsteigen möchte. Ah. Und dann haben wir das dann schon gemacht und jetzt sind wir quasi 8-9 Monate dabei. Also man kennt die Leute zwar aus Social Media, YouTube und
Facebook und Instagram ist natürlich dann interessant, so die Leute hinter diesen Accounts mal kennenzulernen. Ja, so die Gesichter auch mal zu sehen. Genau, naja, ja. Ich will jetzt nicht sagen, alle das Gleiche, aber naja, wir sind trotzdem irgendwie alle gleich. Ja. Ja, alle 60.000 Follower, genau, so wie wir. Wir sind halt gerade erst so am Anfang, sag ich mal, unserer Karriere. Und dann ist es schon besonders hier zu sein, die Leute halt auch kennenzulernen. Schon cool auf jeden Fall. Ja. Sehr cool auf jeden Fall. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Instagram-Seite. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Beim Gärtner natürlich. Ja. Das ist doch viel wichtiger. Genau. Ja, da waren ja richtig geile Vorträge bei. Ich habe auch ein bisschen was mitgenommen. Echt. Also ich selbst habe nicht so einen grünen Daumen, aber vielleicht aber ja hier nach heute. Ne? Das jetzt kann auch noch werden. Ich wollte gerade sagen. Also, ne? Und falls ihr da draußen auch einen grünen Daumen habt, ne, dann würde ich mal sagen, ab zu Floragard, ne, weil Gartenblogger, das ist ja auf jeden Fall ein geiler Job. Oder auch Kietenkerl und Sperli, meldet euch einfach. Ihr könnt auch uns anschreiben, wir geben das gerne weiter. Ja, zeigt her eure Gärten, würde ich mal sagen. Ne? Die grünen Daumen.